Es ist schön, hier zu sein in der lachenden Sporthalle zu unserer langen Buchnacht im WDR. Und will gar nicht lange fackeln, werde Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, von dem es auch beim besten Willen nicht gelingen kann, ihn in den letzten 40, 50 Jahren nicht irgendwo gesehen zu haben, sei es auf der Bühne, sei es in einer x-beliebigen Fernsehsendung, um nur wenige seiner großen Erfolge zu nennen. Switch, Switch Reloaded, Pastewka, Wochenshow, Tagesthemen, Frühstücksfernsehen. Was soll ich lange reden? Begrüßen Sie Michael Kößler! Ja, falsch. Was macht der Klöffel immer? RTL aktuell. RTL aktuell. Guten Abend. Sitze ich hier? Ja, du sitzt da. Natürlich. RTL aktuell, das ist wirklich meine Lieblingsfigur von dir. Peter Klöppel, ja. Ja, das ist, ja, das muss, wie lange hast du daran gearbeitet, an diesem bisschen roboterhaften? Es dauert schon ein paar Tage, bis man sich das drauf geschafft hat. Du guckst dir stundenlang Zeug an? Ja, Videomaterial, stundenlang, meine Damen und Herren. Nicht nur Peter Klöppel, auch Silbereisen. Das führt natürlich zu einigen Schmerzen auch, wie Sie sich vorstellen können. Aber da muss man durch. Bist du schon mal durcheinander gekommen zwischen Klöppel und Bio? Nee, noch nicht. Das trenne ich feinsäuberlich. Nee. Du hast uns ein schwieriges Buch, ein wunderschönes, schwieriges Buch. Ja, erzähl mal. Ja. Eigentlich wollte ich ja Thomas Bernhard lesen. Ich bin ja großer Thomas Bernhard-Fan, aber das war dir zu sperrig. Ne? Ich habe gesagt, lass es. Lass es, ne? Ich hasse es. Es geht nicht. Ich hasse ihn. Du hasst ihn sogar. Ich hasse ihn eigentlich, obwohl er schöne Dinge gesagt hat. Ja. Aber an für sich ist es so ein, er verweigert sich ja dem Leser. Auch schon durch den Satzbau, durch die Stilmittel, viel indirekte Rede. Das stimmt. Halbseitensätze, gut, das hat Thomas Mann auch gemacht. Aber ich glaube, er will gar nicht gelesen werden. Und deswegen hat er... Er parodiert ihn ja. Ja, und deswegen gibt es heute Thomas Bernhard Light sozusagen. Ja, ne? Ja. Mit Jörg Uwe Sauer und dem Buch Uniklinik, was Sie im Buchhandel übrigens ohne diese kleinen Zettelchen bekommen. Die habe ich jetzt nur so zur Verzierung für mich mal dran gemacht. Schön gemacht. Und er schreibt im Grunde genommen eigentlich exakt wie Bernhard, ja, also im Stile Bernhards. Er benutzt auch die Topoi aus dem Bernhardschen. Er zitiert Öfer. Und ist sehr lustig. Und wenn Sie den ersten Satz dieses Buches schon lesen, der da lautet, krank, so dachte ich, hier ist alles und jeder krank, und zwar unheilbar krank, dann wissen Sie gleich, wo Sie sind, an der Universität nämlich. Wer hat studiert von Ihnen, meine Damen und Herren? Das ist gut. Na, das ist ja aber überschaubar. Halt. Sie müssen nicht studiert haben, um das Buch zu lesen. Also ich war ja, habe ja auch nie eine Uni von innen gesehen, sondern nur eine Schauspielschule. Zu mehr hat es nicht gereicht. Ich habe sie überreichlich gesehen. Du bist Geisteswissenschaftler? Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Das merkt man gar nicht. Und zwar... Entschuldigung, ich war gerade eingenickt. Was hast du gesagt? Wir erleben hier, das muss man einfach nur mal fürs Verständnis sagen, es wird uns ein akademisches Pandemonium vorgeführt. Menschen, einer blöder und kaputter als der andere. Professoren, Dozenten, Studenten. Der Erzähler selber spricht gar nicht, bis kurz vor Schluss. Genau. Denkt sich nur immer seinen Teil und das ist auch daneben. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt so ein paar Stellen ausgesucht, wo so ein bisschen was los ist. Natürlich, denn die haben ja lustigerweise ein sehr illustres Hobby, meine Damen und Herren. Holzfällen. Haben Sie das schon mal? Hat hier jemand vielleicht dieses Hobby? Nein. Also die Dozenten beschäftigen sich gerne mit der Holzfällerei als Entspannung zur Arbeit an der Universität. Ja. Wir sind im Wald. Gerade wollte ich dieser mir zugeteilten Buche den entscheidenden Schlag zur endgültigen, allumfassenden Vernichtung versetzen, als mir jemand von hinten auf die Schulter tippte. Erschrocken fuhr ich herum. Es war Mathilde. Sie reichte mir einen kleinen braunen Klumpen, der mit Maden angereichert war. Das sei unter ihren Axthieben vom Baum gefallen. Was das wohl sei?
fragte sie mich. Ich zuckte die Schultern. Es war unappetitlich, es stank. Ich warf es weg. Mathilde ging zurück zu ihrer Buche. Ich wischte mir den Schaum vom Mund. Ich ließ kurz meinen Blick herumschweifen. Eine Nachtigall. Naturgemäß hatte sich der Wald nach der empfindlichen Preiserhöhung und den neuen strengen Sicherheitsvorschriften aufgrund des tragischen Unfalls des Herrn Professors stark gelichtet. Zu meiner rechten Hand traktierte Dr. Bob, ein Chirurg der Uniklinik. Eine deutsche Eiche, weiter im Hintergrund schlugen zwei japanische Austauschstudenten, die ich vorher bereits mal in der Cafeteria der Universität sitzen gesehen hatte, unter lautem japanischen, dachte ich zumindest, Kampfgeschrei mit Samurai-Schwertern auf eine Bilderbuchbuche ein. Mathilde hatte sich jetzt vor ihrer Buche niedergesetzt, wahrscheinlich um eine zu rauchen. Wittgenstein wird einen existenzbedrohenden finanziellen Verlust zu verschmerzen haben, so dachte ich. Unglücke sprechen sich immer wie ein Lauffeuer herum. Vor dem Unfall des Herrn Professors hatte es hier jedenfalls vor Holzfällern sämtlicher akademischer Grade nur so gewimmelt. Mathilde lehnte sich nun leicht zurück, inhalierte den Rauch ihrer Zigarette, verschluckte sich, schrie auf, kam auf mich zugerannt. Ich müsse umgehend zu ihrer Buche mitkommen. Es sei etwas Schreckliches, dort selbst zu sehen. Gelangweilt ging ich mit. Frauen neigen eben zur Hysterie. Ich schaute und schaute und genau dort oben in der ziemlich dichten Baumkrone war es zu sehen. Es hampelte langsam im Wind hin und her, weshalb es auch hier in dieser an sich so frischen Waldluft recht faulig gerochen hatte. Kurzum, irgendein Idiot hatte seiner Existenz ein Ende bereitet und sich ausgerechnet in 8 Metern Höhe mittels eines Stricks in der Baumkrone von Mathildes Blutbuche kunstvoll aufgeknüpft. Und er hatte dies vor längerer Zeit getan, wie auch ein forensisch nicht geschulter Geist erkennen konnte. Man blickte direkt unter ein paar baumelnder Schuhe. Wenn man die Baumkrone aus einem bestimmten Blickwinkel beobachtete, was ich aber nicht wiederholte. Unterdessen suchte mich ein Würgenheim, denn mir wurde bewusst, dass ich vermutlich kurz zuvor ein Stück dieses Ausgelöschten in meinen Fingern gehalten und achtlos fortgeworfen hatte. Während ich meinen Morgenkaffee in die freie Natur abgab, rannte Mathilde zum nächsten Telefon. Hoffentlich blockiert der Kulterer nicht wieder die einzige Leitung, dachte ich speiend. Der hinzugekommene Chirurg Dr. Bob stellte fachmännisch per Ferndiagnose den Tod der sich schon in erheblicher Auflösung befindlichen Leiche fest. Die japanischen Studenten regten an, den Leichnam erstmal abzuschneiden. Dr. Bob riet davon ab. Die Leute sehen einfach zu viele Kriminalfilme. Aufgehängte müsse man nicht nur abschneiden, sondern diese in erster Linie von ihrem jeweiligen Strick befreien. In die Uniklinik seien schon Fälle eingeliefert worden, denen sei, weil sich der Strick immer noch um ihren Hals befunden habe, die Zunge dermaßen weit herausgehangen, dass man hinterher die Flure nicht mehr habe wischen müssen. So Dr. Bob lachend. Er wolle nun aber seinen Baum fertig machen, nachher müsse er noch operieren. Hier gäbe es für ihn ja nichts mehr zu tun, so der Chirurg, mit der Axt in der Hand, sich entschuldigend. Da wird natürlich die Polizei auch tätig. Man habe umgehend Fortschritte in den Ermittlungen, was diesen Selbstmörder angeht, machen können. Jetzt spricht gerade der Kommissar. Der Leichnam habe noch seine Ausweispapiere bei sich getragen, die allerdings abgelaufen gewesen seien. Der Leichnam sei gar nicht so stark verwest gewesen, wie man es hätte annehmen müssen. Was ihn stark verwundert habe, so der Kommissar, sei die Tatsache, die Spurensicherung habe die Nase ihres Kunden an einem Ort gefunden, der fast 100 Meter entfernt gewesen sei. Dies sei in der Kriminalgeschichte ein wohl einmaliger oder zumindest seltener Fall. Mit abgeschnittenen Ohren habe man öfters zu tun, fast täglich, wenigstens 3-mal die Woche. Aber mit abgeschnittenen Nasen, so der Kommissar, ich hatte jedenfalls vom Wald vorerst die Nase voll, so dachte ich. Mathilde wandte nun ein, es sei eine Handkreissäge gewesen. Der Kommissar schaute sie verständnislos an. Na, in dem Splatter-Video Das Werkzeug
traktiere das sogenannte Werkzeug, den festgebundenen, nackten weiblichen Zombie, eben nicht mit einer Stichsäge, sondern mit einer Handkreissäge. Das sei doch der ganze Witz dieser Szene. Das Werkzeug entferne seinem wehrlosen Opfer die Zehen mit der Handkreissäge, so Mathilde, in unartikuliertes Gelächter verfallen. Es könnte sich nicht, es könnte, er es ist anspruchsvoll. Wir haben geschnitten. Er könne sich nicht an jede Filmsequenz in aller Deutlichkeit erinnern. Das Werkzeug benutze schließlich in dem gleichnamigen Film unterschiedlichste Werkzeuge. So beispielsweise Bohrhämmer, Skalpelle, Winkelschleifer, Bolzenschneider, Fleischeräxte. Da könne er sich nicht jedes Werkzeug merken. Diese sogenannte Handkreissägenszene befinde sich ziemlich am Anfang. Den kompletten Film stehe sie auch nicht immer durch. Was aber oftmals mit der vorhergehend zugeführten Ernährung ursächlich zusammenhänge, so Mathilde den Kommissar aufklären. Vor allem, wenn sie vor dem Konsum des Splatter-Videos das Werkzeug deutsches Essen zu sich genommen habe, welches eh schon von Natur aus bleischwer im Magen liege, renne sie meistens spätestens während der Lötlampenszene zum Abort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So der Kommissar entsetzt. Man soll ihn bloß nicht an diese Szene erinnern. An genau dieser Stelle hätten sich bei der Vorführung des besagten Videos im Kommissariat 9 seiner Kollegen um die 3 dort vorhandenen Aborte regelrecht geschlagen. Obwohl sie diese wegen des dort herrschenden unvorstellbaren Schmutzes ansonsten mieden. Das sei wie im Krieg gewesen. Er meine jetzt Vietnam, so der Kommissar. Danach komme endlich die vergleichsweise harmlose Episode mit dem Elektrorasenmäher. Mit den sich selbsttätig lösenden Schneidmessern. Diese Szene biete fast eine Erholphase. Obgleich er bis dahin nicht auf den Gedanken gekommen wäre, welche widerlichen Grausamkeiten mit einem herkömmlichen Elektrorasenmäher ausführen könne. Mathilde schaltete sich erneut ein. Somit habe er, also der Kommissar, wohl die alte, noch zensierte Fassung von das Werkzeug gesehen. Direkt nach dem Lötlampen-Intermezzo folge erst die Szene, die in der Karosseriefachwerkstatt spiele. Das Werkzeug trenne dort selbst sein Opfer, einen weiblichen Zombie, zuerst mit einem luftdruckbetriebenen Karosseriemeißelsatz etwas auf, um es im Folgenden an einen VW Golf festzuschweißen. Abschließend unternehme er noch eine ausgiebige Probefahrt. Sie habe sich nach dem Genuss dieser Szene halb krank gelacht, weil das Werkzeug nach der absolvierten Probefahrt sagt, ich mag den Golf. Es gibt ja zum Glück auch eine zwei Liebesszenen. Ja, genau. Erst eine wundervolle, verklemmte Badeanstaltsszene, für die uns die Zeit natürlich nicht leider reicht. Ja, sie kommen gerade vom Schwimmen. Sie waren zusammen schwimmen, Mathilde und er. Aber er spricht, glaube ich, noch nicht. Fängt er da jetzt an zu sprechen? Nein. Nein, erst später. Er spricht nicht. Also Mathilde und er, der Erzähler. Nach dem Schwimmen bei Mathilde zu Hause. Ja. Ehe mir bewusst wurde, was ich da gesagt hatte, presste Mathilde bereits ihre Lippen auf die meinen und ließ wie ein Reptil, das eine besonders fette Fliege aufgespürt hatte, ihre Zunge warm in meinen Mund gleiten. Ich hatte mich schon seit Jahren nicht mehr so geekelt. Mathilde bemerkte meinen anfänglichen Abscheu nicht, da sie während des Küssens ihre Augen geschlossen hielt. Die junge Kettenraucherin sah aus so großer Nähe betrachtet gar nicht mehr so jung aus. Ich selbst saß in der Falle und wehrte mich nicht. Mathilde zog nun den Gürtel ihres Kimonos auf, unter welchem sie nur die Bekleidung trug, die sie sonst nach 20 Uhr in der Badeanstalt anhatte. Das muss man erklären, nämlich gar nichts. Mhm. Da ist Nacktbaden. Ich hatte nun eine Aufgabe zu erfüllen.
Um 5 Uhr morgens war ich entlassen. Wunderbar. Wunderbar. Es ist ein guter Zeitpunkt, um dieses Buch zu verlassen, weil... Jetzt wird es schlüpfrig. Ne? Jetzt wird es, ja, jetzt kommt ja noch dieses Fußballspiel mit dem, unter Beteiligung des Kardinals aus Rom, der ja offensichtlich ein Hochstapler ist und in der abschließenden seitenlangen Gruppensex-Szene einen nicht. Aber das... Das können Sie dann nachlesen. So, jetzt kommen wir zu was Leichtem. Kommen wir zu was ganz Leichtem. Woody Allen, meine Damen und Herren. Der ein oder andere wird von ihm gehört haben. Wer ist das? Über 40 Filme geschrieben, Regie geführt mit einem Spiel aus dem Klarinette. Begann 1960 als Stand-up-Comedian und sein Manager attestierte ihm, dass er noch nie in seinem Leben einen so miesen Comedian gesehen hätte. Das ist so verbürgt. Er hat lange Zeit gemacht, hat auch viel für andere geschrieben und hat dann zu der Zeit auch schon angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und das ist jetzt, glaube ich, nach 19 oder 25 Jahren wieder mal sind das neue Kurzgeschichten von Woody Allen. Sehr schräg. Das stimmt. Sehr ausgeklingt, aber nicht ausschließlich fußend thematisch auf seine Eigenschaft als Patient eines Psychiaters. Das waren ja die ersten meistens. Hier geht es jetzt um ein Filmcamp, wo Kinder in den Ferien die Kunst des Filmens erlernen. Mhm. Da muss man allerdings dann vorweg, bevor wir dann mit... Bist du Mr. Wanischke oder ich der bin, andere? Genau. Mr. Snell. Ich bin Mr. Wanischke. Dann bist du Mr. Wanischke. Jedenfalls erinnert er sich hier an sein Feriencamp, also Woody. Es geht aber ums Filmen. Derlei Kostspiel... Trink doch mal ein Schlückchen. Dann schlabbert es besser da drin. So. Das war ordentlich. Als werde ich wahrscheinlich ein Bäuerchen machen müssen. Sehr gerne. Derlei kostspielige Inspiration scheint weit weg zu sein von Mo und Elsie Warnischkes Camp Melanoma in Loch Sheldrake, wo ich die Hundstage meines 14. Lebensjahres damit verbrachte, Völkerball zu spielen und die Zinksalbenindustrie am Laufen zu halten. Es war nicht leicht, sich die hausbackenen Wanischkes als Leiter von etwas auch nur annähernd so schickem wie einem Filmcamp vorzustellen und nur die Dünste des geräucherten Weißfischs, den ich beim Lesen der Anzeigen im Schnellrestaurant dekonstruierte, können die halluzinatorischen Moleküle freigesetzt haben, aus denen der folgende Briefwechsel entstand. Mr. Wanischke. Ja, du bist dann jetzt... Du fängst an jetzt. Ich? Ja, du. Du hast eben gesagt, du bist Mr. Wanischke. Ja, aber der Brief heißt ja lieber Mr. Wanischke. Also hast du ihn geschrieben und sprichst mich an. Es ist doch nicht so schwer. Guck mal. Ach so. Ja. Ich erkläre dir das nochmal. Ich fange an. Das kann man ja schneiden, nicht? Kann man, muss man aber nicht. Lieber Mr. Wanischke, nun da der Herbst hereingebrochen ist und das Laub mit seiner grandiosen Palette und an Rost- und Bernsteinfarben beschenkt, möchte ich in meinem Tagewerk hier bei Wall und William einen Augenblick innehalten und Ihnen dafür danken, dass Sie meinem werten Sprössling Algis einen lehrreichen und ersprießlichen Sommer in Ihrem traditionsbewussten und doch dem neuen aufgeschlossenen ländlichen Paradies beschert haben. Seine Geschichten vom Wandern und Kanufahren kommen den Berichten von Sir Edmund Hillary und Thor Heyerdahl verblüffend nahe. Solche Abenteuer dünken mich genau die richtige Ergänzung zu den Stunden konzentrierter Fleißarbeit, die er damit verbracht hat, die verschiedenen Techniken des Filmemachens von Ihnen zu erlernen. Dass sein 8-Wochen-Film so meisterlich und aufregend geworden ist, dass Miramax uns 16 Millionen Dollar für die Inlandsrechte bietet, ist mehr als Eltern zu erträumen wagen.
wenn es auch seiner Mutter und mir hier immer klar war, dass Elges von den Musen gesalbt ist. Was mich allerdings eine Nanosekunde lang überrascht hat, war ihr Brief mit dem Ansinnen, dass 50% der vorstehend erwähnten Vergütung irgendwie den Weg in ihre Tasche finden sollte. Wie ein so nettes Ehepaar wie Sie und Mrs. Warnischke auf die hirnverbrannte Schnapsidee verfallen kann, dass es ihm zusteht, am Ertrag der schöpferischen Früchte meines Sohnes auch nur zu schnuppern, lässt sich auf dem Vernunftswege nicht nachvollziehen. Kurz, auch wenn sein cineastisches Meisterwerk in dem gammeligen kleinen Hüttendorf vollbracht wurde, das Sie in Ihrem Prospekt als Hollywood in den Catskills ausgeben, darf ich Ihnen versichern, dass Sie keinerlei Anspruch auf eine Beteiligung an dem unverhofften Gewinn haben, der meinem Fleisch und Blut ins Haus steht. Was ich Ihnen hier im Guten zu sagen versuche, ist also, dass Sie und die habgierige Unke, mit der Sie Ihr Bett teilen, und von der ich weiß, dass sie sie zu dieser plumpen Abzieherei angestiftet hat, am besten dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Herzlichst, Winston Snell. Mein lieber Mr. Snell, verbindlichen Dank für die postwendende Antwort auf meinen Brief und das schöne Eingeständnis, dass der Kinofilm Ihres Sohnes alles, was er ist, unserem bezaubernden Luftkurort verdankt, den Sie in Beweisstück A, denn genau das wird Ihr Schrieb bald sein, als gammeliges Hüttendorf bezeichnen. Was übrigens Elsie angeht, so hat es nie eine bessere Frau gegeben, auch wenn Sie bei Ihrem Besuch hier ein paar Anzüglichkeiten über Ihre Krampfadern abgelassen haben, über die noch nicht mal die Hilfskellner lachen konnten, und die hassen Sie wie Rattengift. Bevor Sie das Maul aufreißen und Witze über Unken machen, sollten Sie wissen, dass meine treusorgende Frau mit einer Krankheit namens Meniere geschlagen ist. Und glauben Sie mir, die kann morgens nicht aufstehen, ohne erst mal gegen den Frisiertisch zu rennen. Mit so einer Krankheit möchte ich Sie mal sehen. Da würden Sie nicht jede Woche im Sportverein so ein flottes Tennis hinlegen mit Ihren Kumpels in den karierten Shorts, die doch alle ein Fall für den Staatsanwalt sind. Ich persönlich scheffele keine Millionen, indem ich mit den Rentengeldern anderer Leute spekuliere. Ich leite ein nettes, ehrliches Filmferiencamp, das meine Frau und ich mit dem bisschen aufgezogen haben, das unser Süßwarenladen abgeworfen hat, damals, als wir schon ein paar Gummibärchen extra verkaufen mussten, wenn wir einmal die Woche Karpfen essen wollten. Der Film Ihres Sohnes nun wurde unter der Aufsicht, oder besser gesagt in Zusammenarbeit mit unseren erstklassigen Mitarbeitern gedreht, die, glauben Sie es mir, für alle großen Studios ein Gewinn wären. Denn dann würden die nicht mehr immer nur diesen Kiki für unterbelichtete Zehnjährige abliefern. Ein Mann wie Cy Popkin, der persönlich die Konzepte mit dem kleinen Nichtsnutz entwickelt hat, ist zufällig eines der größten verkannten Talente von Hollywood. Der Mann hätte 50 Oscars abräumen können, wenn er nicht das Pech gehabt hätte, in Mexiko mal beim Doppelrendezvous mit Trotzki entdeckt worden zu sein, weshalb ihn diese Hasenfüße noch nicht einmal mehr mit der Beißzange anfassen. Dazu kommt unsere schauspielerische Beraterin, Hydra Waxman, die eine vielversprechende Leinwandkarriere an den Nagel gehängt hat, um sich bislang unentgeltlich ganz der Unterweisung unserer jungen Wilden zu widmen. Die Frau, möge sie nach ihrem Tod dereinst in Frieden ruhen, hat persönlich die Laiendarsteller im Streifen ihres Sohnes geführt, hat noch den winzigsten Fitzel schauspielerischen Vermögens aus dieser Bande unbegabter Wichte herausgekitzelt, während ihr kleiner Bankert staunend am Rand gesessen und seine Polypen beatmet hat. Zu guter Letzt, Mr. Wall Street Akrobat, ist da unsere AB Silverfish, ausgezeichnet für seinen Schnitt bei renommierten Filmfestspielen in Tanganyika und Bali. Der Mann hat, und meine Frau soll in einem Säurebad verzischen, wenn ich lüge, er hat aufgepasst und ihn an der Kandare gehalten. Ihn, ihren unmöglichen Elges, dem ich an ihrer Stelle ab und zu ein paar Ritalin zu schlucken geben würde, damit er zwischendurch vielleicht mal mit dem Zappeln aufhört. Silverfish persönlich hat das Schneiden überwacht und ihm gezeigt, wo er jeweils Schnipp machen muss.
Übrigens hat der Bub unsere gesamte Ausrüstung benutzt und ist mit der nagelneuen Panavision-Kamera so unmöglich umgesprungen, dass sie beim Einschalten jetzt einen Ton von sich gibt, wie die von Elsie als Grockers bezeichneten Partyknattern, wenn man den Holzgriff schwingt. Das will ich Ihnen aber gar nicht in Rechnung stellen, da wir ja demnächst Geschäftspartner sein werden. Hochachtungsvoll, Monroe B. Warnischke. Lieber Mr. Warnischke, zu behaupten oder auch nur anzudeuten, dass der Mitarbeiterstab, den Sie um sich geschart haben, auf der Stufenleiter der Evolution irgendwie höher als ein Rudel Dingos steht, ist wildeste Fantasterei. Demnächst Geschäftspartner. Haben Sie einen Hirninfarkt erlitten? Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass die Idee für Alges Drehbuch allein von ihm stammt und auf ein wahres Erlebnis mit dem hiesigen Leichenbestatter zurückgeht, der irrtümlich annahm, man habe ihm den Nobelpreis zugesprochen. Dass ein Verräter wie Popkin, der beim Taco-Essen mit Trotzki wahrscheinlich Atomgeheimnisse ausgeplaudert hat, auch nur ein Komma zum Drehbuch meines Wunderkindes beigetragen haben soll, ist ungefähr so glaubwürdig wie die Berichte über das Ungeheuer von Loch Ness. Was die versoffene Miss Hydra Waxman angeht, so sagt mir das Internet, dass sie nie in einem Film von mehr als 8 Millimetern aufgetreten ist. Und immer nur unter dem Namen Candy Bar. Wussten Sie übrigens, dass Ihr Ausbilder Silverfish bei einem Filmprojekt in Hollywood gefeuert wurde, weil er Henry Fonda wiederholt Kopf unter reingeschnitten hat? Helges hat mir auch erzählt, dass die Kamera, die Sie ihm zur Verfügung gestellt haben, keineswegs neu war, sondern nur schubweise funktioniert hat, nachdem sie einer 19-jährigen Rettungsschwimmerin nachgeworfen wurde, die sich ihren Avancen widersetzt hat. Kommt Mrs. Warnischke damit zurecht, dass Sie die weiblichen Hilfskräfte anmachen? Da fällt mir ein, ich entschuldige mich dafür, dass ich mich mit meinem manchmal zu treffsicheren Witz über den Kreislauf ihrer Angetrauten lustig gemacht habe. Angesichts der zahllosen blauen Äderchen, die ihre Körperlandschaft überziehen, konnte ich mir die Bemerkung einfach nicht verkneifen, dass sie wie eine Straßenkarte aussieht. Damit sollte der Kontakt zwischen uns wirklich beendet sein. Jede weitere Korrespondenz wäre direkt an die Anwaltskanzlei Kotz und Kotz zu adressieren. Auf Wiederschauen, Hartkopf. Winston Snell. Das war... Was siehst du? Das war Michael Kessler, meine Damen und Herren. Danke. Und Jürgen von der Lippe. Das waren Woody Allen und Uni Klinik von Jörg Uwe Sauer. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank an Sie. Kommen Sie gut nach Hause. Wenn es Ihnen gefallen hat, hoffe ich, wir sehen uns wieder. Wenn es beim nächsten Mal heißt, was liest du? Schönen Feierabend, schönen Heimweg, wenn Sie irgendwo ein rotes Licht sehen. Halten Sie an. Gehen Sie rein, machen sich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Uralt, ne? Uralt.